Antrag Die Linke stark für Brandenburg und in Verbindung dazu der Rieder zur Strukturdebatte vor. Dem vorausgegangen war ein Beschluss der ersten Tagung des 4. Landesparteitages, eine umfängliche Strukturdebatte im Landesverband zu führen. Wir hatten vor, den Zeitraum zwischen den Wahlen in Ruhe dafür zu nutzen, um nach einer Analyse der inneren Zustände der Landespartei diese zukunftsfeste und politikfähiger aufzustellen. Um es vorweg zu sagen, das mit der Ruhephase in 2015 und der dadurch gewonnenen Zeit für diese Debatte ist nicht eingetreten. Die Partei war mit anderen drängenden Problemen gut beschäftigt und leistet hervorragende Arbeit in der Flüchtlingspolitik und den antifaschistischen Aktivitäten. Trotzdem sind Schlussfolgerungen und Ergebnisse erarbeitet worden, die euch hier zur Beschlussfassung vorliegen. Erstens. Die Verankerung der PDS in den 90er Jahren in allen Vereinen und Verbänden ist so heute für die Linke nicht mehr gegeben. Die Ursache dafür ist klar, uns fehlen dazu die Mitglieder. Trotzdem konnten wir in 2015 beweisen, dass punktuell und schwerpunktmäßig unsere Anschlussfähigkeit in den großen gesellschaftlichen Konflikten gegeben ist. Die Linke war bei den Streiks des öffentlichen Personennahverkehrs der wesentliche und solidarische Ansprechpartner für die Gewerkschaft. Die Linke hat es geschafft, mit dem Netzwerk Willkommenskultur lokale Akteure und Initiativen einzubinden und hat damit ihre Anschlussfähigkeit in die Zivilgesellschaft gestärkt. Die Regionaltage in der seit 2015 erprobten Form erreichen mehr Genossinnen und Genossen vor Ort, wie auch Aktive und Handelnde in den Regionen. Wir sollten konsequent diese Form weiterführen und zukünftig anstreben, Landtagsfraktionen und Landesgruppe im Bundestag noch stärker mit einzubinden. Zweitens, wir wollen die innerparteiliche Demokratie stärken und Wege zu einer partizipativen Politikentwicklung konsequenter beschreiten. Dazu sollen auf Landesparteitagen verstärkt, wie im November letzten Jahres praktiziert, Foren zur Diskussion und Antragsentwicklung eingesetzt werden. Hinzu kommen Aktivenkonferenzen, regionale Beratungen und auch Programmwerkstätten. Der Livestream soll ausgebaut werden, um auch den Genossinnen und Genossen, die nicht vor Ort sein können, die Möglichkeit zu geben, sich interaktiv einzubringen. Stärker als bisher muss der fachpolitische Austausch möglich sein. Dafür haben wir unsere Landesarbeitsgemeinschaften. Diese möchten wir stärken, indem ab 2017 ein Fonds für ihre Öffentlichkeitsarbeit beim Landesverband eingerichtet wird. Drittens. Die innerparteiliche Kommunikation soll weiterentwickelt werden. Neben den modernen Medien wie Facebook und Twitter, unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter, den Maillisten und dem Intranet als Arbeitsmittel in den Wahlkämpfen hat die Landesgeschäftsstelle vieles vor, deren Reichweite weiter ausgebaut werden soll. Gelingen muss uns, bis in die tiefste Gliederung hinein die Aktualität und den Informationsfluss sicherzustellen. Dazu will und soll die Landesgeschäftsstelle weiterhin Unterstützung, beispielsweise mit geschulten Schulungsangeboten, bieten. Die Landesarbeitsgemeinschaft Rote Reporter wird gebeten, in einer Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit des Landesvorstandes aktiv mitzuwirken und Vorschläge zu entwickeln. Die inhaltlichen und politischen Diskussionen sollen ab dem zweiten Halbjahr 2016 ein regelmäßiges Format als Debattenheft erhalten. Viertens. Wir möchten die Potenziale in der Partei für Wahlkämpfe und Kampagnen gezielter einsetzen. Dazu dienen soll ein Aktivenpool, der mit dem Ziel gebildet werden soll, in den Regionen punktuell eingesetzt zu werden, in denen die Genossinnendichte nicht mehr so hoch ist. Innerparteiliche Solidarität sozusagen. Und dringend notwendig bei Bürgermeisterwahlkämpfen in solchen Regionen wie der Uckermark und der Prignitz. Fünftens, wir brauchen weiterhin neue Mitglieder. Dass es sogar gelingen kann, über mehrere Jahre einen Mitgliederzuwachs zu haben, beweist der Kreisverband aus Prignitz-Ruppin. Und darauf bin ich besonders stolz, ja. Vor allem muss die Linke wieder deutlich weiblicher werden. Doch nicht nur das. Uns muss es gelingen, neue Mitglieder stärker an uns zu binden, indem wir ihnen inhaltliche Angebote und Formen des Mitmachens bieten. Außerdem müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Familie, Beruf und Politik sich nicht gegenseitig ausschließen. Das Angebot von Kinderbetreuung ist nicht nur auf Landesparteitagen notwendig. Ebenso wichtig ist es zu prüfen, ob unsere
Termingestaltung tatsächlich eine hohe Teilnahme sicherstellt oder ob man nicht alternativ zu den vielen Wochenenden innerhalb der Woche Termine finden können. Um den rückläufigen Frauenanteil in der Partei zu begegnen, soll ein gleichstellungspolitisches Konzept für den Landesverband entwickelt und umgesetzt werden. Sechstens. Die Mitglieder sollen weiter qualifiziert werden. Dazu dient in der Vergangenheit vor allem der Politikmanagement-Lehrgang, aber auch die Herbstakademie, die in diesem Jahr erstmalig als Sommerakademie durchgeführt wird. Hinzu kommen soll ab diesem Jahr ein Mentoring-Programm zur gezielten Vorbereitung auf Funktionen und Wahlämter. Politische Bildung im Zusammenspiel mit Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Kommunalpolitischen Forum muss gezielter beworben und genutzt werden. Zu prüfen sind dabei moderne Seminarformen wie auch niedrigschwellige Angebote in den Kreisverbänden. Siebtens. Wir haben in einer gemeinsamen Sitzung von Landesfinanzrat mit der Kreisgeschäftsführerrunde die Finanzbeziehungen zwischen den Kreisverbänden und der Landesebene auch im Vergleich zu den Finanzbeziehungen der anderen ostdeutschen Landesverbände unter die Lupe genommen. Aufgrund der stabilen Beitragssituation und der anstehenden Verwaltungsstrukturreform schlagen wir vor, zunächst an den Finanzbeziehungen im Landesverband Brandenburg nichts zu ändern. Gleichzeitig schlagen wir euch vor, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die die notwendigen Umstrukturierungen innerhalb des Landesverbandes im Hinblick auf eine mögliche Verwaltungsstrukturreform vorbereitet. Achtens. Unsere Geschäftsstellenstruktur muss weiterhin auf den Prüfstand, nicht unter dem Primat der Kostenreduktion, aber unter der Maßgabe von klaren Qualitätsmerkmalen wie Öffnungszeiten, Barrierearmut, guter Erreich und Sichtbarkeit sowie einer guten technischen Ausstattung. Dabei sollen auch die Regelungen des Strukturfonds beim Landesvorstand überprüft werden. Liebe Genossinnen und Genossen, stellvertretend für den Landesvorstand bedanke ich mich bei allen, die diese Strukturdebatte geführt und vorangebracht haben. Besonders möchte ich mich bei Andrea Jolige und bei René Kretschmer als der im vergangenen Jahr zuständigen Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle bedanken. Ich bitte um Zustimmung für diesen Antrag.